Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Book of Heroes, das schwarze Auge-Spiel der Saison jetzt gerade. Und ich befinde mich jetzt bei der Mission ein Trollfahrt zum Untergang. Der Nekromant Silentius arbeitet auf Sayidas Befehl hin in einer Höhle nahe den Salamandersteinen am Bau eines Trollpfades. Wohin dieser Pfad führen soll, ist nicht bekannt. Aber man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass er Teil irgendeines teuflischen Plans ist. Um ihn zu vereiteln, werden nun die Helden gebraucht, die in die Höhle vordringen und die Wegsteine zerstören, die den Pfad mit Energie versorgen, bevor Silentius und seine untoten Verbündeten die Pforte öffnen können. Und dann kriegen wir auch wieder eine neue Gefolgsperson. Stoßen wir mal drauf an. Hier, Abenteuer starten. Und jetzt habe ich auch eine neue Person und das ist ein Ritter. Und der ist vorsichtig und aggressiv. 38 Lebenspunkte und den nehmen wir natürlich mit. Und wir nehmen auch mit der komische Kalkrim, der Zwerg, der nervt mich. Irgendwie. Also dann nehmen wir hier auch dann doch die mit. Und den Schwertgesellen auch. Und dann lassen wir den Zwerg da, den Streunerzwerg, weg. Weil mit dem komischen Schleichen und so weiter, das klappt eh nicht so richtig. Also, machen wir so. Wunderbar. Da haben wir sie schon. Jawohl. Deine Erschöpfung nach den Strapazen der langen Reise zu den Salamandersteinen verstärkt noch das unheimliche Gefühl, das dieser Ort ausstrahlt. Als du dich dem Eingang näherst, erinnern dich ein leichter Verwesungsgeruch und die uralte Magie des Trollpfades an die düstere Präsenz in diesen Höhlen. So, so. Jetzt gucken wir uns gleich mal die neuen Gesellen an. Hier ist das hier, glaube ich, der neue Geselle, oder? Der hier. Ja. Das ist der, das ist der. Okay. Das heißt, er kämpft auch mit Schwert und Schild, ne? Wird er vielleicht sogar die Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Ich weiß es nicht. Ich werde die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Falls wir zu viele Viecher hier drin haben. Ach, Skelette. Okay, die können eh nichts. Alles klar. Ja. Und... und wir können nichts machen, weil ich daneben im Weg stehe. Was haben wir da jetzt gekriegt? Was ist das? Ein Schmiedehammer. Ja, Wahnsinn, ein Schmiedehammer. Oh, da ist noch ein Leichnam. Okay, gut. Ah, Kiste. Hin. Plündern. Oh, da war eine Falle dran. Okay, da sind Nekromanten. Junge. Ich stelle jetzt gleich auf zwei Hand um hier. Komm. Was ist denn das jetzt hier? Ach. Plumbumbarum hab ich. Ah, okay. So, jetzt ist der weg. Noch ein paar Skelette. Wie lange geht das Plumbumbarum? Noch 5 Sekunden. Alles klar, gut. Bei mir müsste es jetzt weg sein. Ah ja, okay, gut. Und beim anderen ist es auch gleich weg. So, latscht ihr jetzt schon wieder in alle möglichen Richtungen, zu gucken, wo was ist hier. Plumbumbarum ist bei dir auch weg.
Dann gehen wir mal hier oben rein. Jawohl, eine Kiste. Sehr gut. Und dieses Mal... Und checken wir vorher, ob da eine Falle dran ist oder nicht. Was ist denn das? Klage der Orks. Schwerter. Wahnsinn, 1d6 plus 7. Hui. Was ist denn das für ein Schwert hier? Klage der Orks. Ja, gut. Wie? Kann ich das nicht ausstatten? Das ist ein Zweihandschwert. Schwerter. Ach so, ich muss das da reinsetzen. Ah, ja. Okay, da muss ich es hinsetzen. Nicht ganz nach unten. Okay. Ja, super. Geil. Ich habe noch beim letzten Video gesagt, ich müsste mal langsam ein besseres Schwert kriegen. Und jetzt habe ich ein besseres Schwert. Und ein richtig gutes Schild. Ja, das ist doch schon mal nett. Ja, dann kann ich so, glaube ich, auch mit Schild und Schwert agieren. Wenn ich davon zwei finde, kann ich die natürlich auch als... Geht's hier eigentlich auch noch hoch? Oh ja, da oben. Stimmt. Da ist ja ein Wegstein. Die muss ich ja vernichten hier. Diesen Wegstein. Wie vernichte ich den? Der Wegstein pulsiert. Zerbrechen. Du wirst von einer Woge magischer Energie getroffen, als der Wegstein zerfällt. Die Macht des Trollpfades wird schwächer. Oh nein! Ach so, ist ja richtig. Die Macht des Trollpfades wird schwächer. Das hört sich immer so an, als ob ich irgendwas falsch gemacht hätte. So, dann gehen wir erstmal diesen Weg hier. Oh, da ist eine Leiche. Und ein Steinhaufen. Vielleicht finde ich ja in einer von diesen Leichen endlich mal meinen vierten Würfel. Halt, Moment. Wir machen die Karte an. Ah ja, da geht es in der Mitte durch. Okay. Ja, dann gehen wir erstmal hier in der Mitte durch. War hier jetzt irgendwas? Hier unten ist eine Truhe und noch eine Leiche. Und er sagt mir schon mal, dass in der Truhe was ist. Und in der Leiche ist natürlich nichts. Okay, und da hinten scheint es nicht weiter zu gehen. Aber da gibt es noch ein paar Leichen. Mann. Warum habt ihr eigentlich keine Würfel dabei, ne? Da ist noch eine Truhe. Sehr schick. Oh, was ist das? Ein Lederharnisch, verstärkt. Oh, Rüstschutz 4. Mhm. Ja, jetzt kann ich hier durch und jetzt kann ich... Ja gut, das ist der einzige Weg da unten hin. Und war es ja richtig, dass ich zurückgegangen bin. Bis hier unten. Genau, und da hinten sind welche. So. Und... Die Macht des Trollpfades wird schwächer. Du wirst von einer Woge magischer Energie getroffen, so. Als der Wegstein zerfällt. Die Macht des Trollpfades wird hier? Schwächer.
So, dann kämpfen wir nämlich hier. Überreden Erfolg. Ach so. Gut. Oh, sie haben es nicht geschafft. Sie sind tatsächlich daran vorbeigelatscht. Interessant. Gut. Die nächsten. Okay, ja. Jawohl. Und nochmal ein Medaillon und was hat er? Er hat jetzt hier irgendwie so eine Art Plumpumbarum gekriegt. Gut. Und hier war noch, da oben ist noch eine Beute gewesen. Und da ist leider nichts drin gewesen, alles klar. Und hier haben wir eine Leiche mit. War ja klar. Und da war natürlich nichts drin. Oh, hier sind aber eine ganze Menge. Oh, da unten ist ein Lager. Das ist gut. Genau das, was ich gesucht habe. Ein sicherer Lagerplatz. Vielen Dank. Kommt ja wie gerufen, der Lagerplatz. Als ob jemand wusste, dass ich hier lagern will oder lagern muss. Und hier oben. Nee, da geht es so weiter. Jetzt gucken wir mal, was hier unten noch ist. Da ist der Ausgang. Alles klar. Gut. Ich kann hier nochmal die Leiche checken. Sonst ist hier nichts. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Also muss wahrscheinlich der letzte und entscheidende Raum jetzt gleich hier um die Ecke sein. Ja. Ach nee, ist ja nur noch der letzte Wegstein. Ich dachte, ich muss noch einen Nekromanten oder so killen, aber das war's wohl. Klopp. Jawohl, Abenteuerziel erreicht. Du wirst von einer Woge magischer Energie getroffen, als der Wegstein zerfällt. Die Macht des Trollpfades wird schwächer. Oh nein. Ich wünsche mir doch so viele Trolle, die ich dann alle klein hacken kann. So, und raus hier. Beenden. Errungenschaft freigeschaltet. Ein Trollpfad zum Untergang. Wuhu. Wieder 63 AP. Sehr schön. 6 AA. Ja, 12. Das ist gut. 2, 87. Und wir haben freigeschaltet. Selinde Sunmedau. Alles klar. So, Schilde plus 1, Kraftakt plus 1, Konstitution. Konstitution plus 1. Ja, natürlich. Die nehmen wir doch. Auswählen. So. Und da ich eh zu wenig Geld habe zum Verbessern, wahrscheinlich auch durch das hier jetzt nicht viel Geld dazu kriege. Das brauche ich alles nicht. Jetzt brauche ich den Schmiedehammer. Das. Genau, ein Langschwert kann ich verkaufen. Ich habe jetzt ein besseres. Kostbasalt brauche ich nicht. Der Lederharnisch verstärkt, den kann ich auch verkaufen. Das Eisen. Lied, sonst was. Silberamulett. Ich glaube, das. Was dann, ne? Ja, habe ich 1000, kann ich eh nichts verbessern. Mit. Wenn ich was verbessere, kostet wahrscheinlich wieder sau viele Punkte, ne? Deswegen werde ich jetzt einfach die Konstitution verbessern hier, ne? Ja, da, 45. Bringt auch was, gut. Dann habe ich nämlich jetzt schon 62 Lebenspunkte.
Ja, das mit Schilden ist natürlich auch gut. Dann hätte ich hier 20. Dann kann ich zumindest noch mal ein paar Abzüge riskieren und bin dann immer noch unverwundbar. Jawohl. Körperkraft muss auch mal besser werden hier. Ja, gut. Gut Ding braucht Weile und ich würde sagen, damit beende ich diese Runde und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder, wenn es weitergeht hier mit Captain spielt Book of Heroes. Bis denne!